Hallo und herzlich willkommen bei Bas Tuning. Wir werden heute die Dachleisten vom Golf 3 entnehmen. Bei dem sieht es jetzt ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Aber an sich ist es ganz simpel. Ich habe jetzt hier schon mal die Leiste gelöst. Und ihr seht dann hier solche Stifte. In diesen Stiften sollten normalerweise diese Clips drin sein. Ich werde euch die Clips mal verlinken, wenn ich sie im Internet finde. Oder Nachbauten zumindest von den Clips. Und diese Leisten sind nur geklippt. Das heißt, wir gehen einfach hier entlang. Die ist jetzt schon leicht gelöst. Das machen wir gleich auf der anderen Seite nochmal. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel nochmal einen festen Clip. Und ihr drückt es einfach hoch, ohne dass ihr die Leiste groß verbiegt. Es geht manchmal ein bisschen strenger. Und wir haben hier unten, ich zeige euch das gleich, wenn wir das demontiert haben. So, die Clips gehen meistens kaputt. Die sehen dann so aus. Und jetzt kommt nämlich der Clou bei der Sache. Wir haben unten an dieser Leiste entlang, haben wir hier eine Metallschiene. Hier seht ihr zum Beispiel, wie der Clip noch drin sitzt. Und hier haben wir eine Metallschiene. Hier sollte normalerweise dieser Stift drin sein, den ich euch gezeigt habe. Dieser hier sieht aus wie ein Nagel. Und genau, in dieser Metallleiste sitzen praktisch die Clips und werden dann eingeklippt. Also wenn ihr auch hier in die Leiste reinfasst, merkt ihr, dass es hier so einen leichten Schwung hat, in dem sich der Clips einklipsen kann. Und das geht über die ganze Leiste. Genau, dann werden wir mal die andere Seite noch lösen. Die ist jetzt nämlich noch komplett fest. Es kann auch sein, dass wenn ihr Feuchtigkeit habt, dass die Leiste nicht richtig sitzt. Das hatte ich jetzt bei dem, die Leiste da drüben saß nicht richtig. Und dann klipsen wir das hier aus und wichtig, immer nachfassen, ansonsten brecht ihr die Leiste. Ihr seht schon, dass die Clips kaputt gehen. So, genau, und hier seht ihr halt diese, ich sage jetzt mal Nägel dazu, und die Clips hängen dann, können auch hier unten in der Leiste drin hängen, oder es sind teilweise, weil sie schon mal gelöst worden sind, gar keine Clips mehr drin. Zum Beispiel hier ist jetzt der Clip hängen geblieben. So, wir fahren jetzt weiter an der Dachleiste entlang und klipsen diese aus. Das Problem ist, wenn ihr nicht nachgreift, kann es sein, dass ihr die Leiste knickt. Und das ist natürlich ungünstig. So. Genau, so sehen die Clips dann aus. Ich werde euch die mal in die Videobeschreibung packen. Kann sein, dass die ein bisschen anders aussehen. Aber im Endeffekt funktionieren die gleich. Und zwar werden die so genommen und dann hier oben auf diesen Nagel gesteckt. Und dann sind die Clips wieder so weit drin. So baut man die Dachleisten aus. Und wichtig beim Einbau ist natürlich wieder, ihr habt hier so, eine Dichtungslippe. Und diese sitzt hier am Dach entlang. Und die muss natürlich auch wieder genau ansitzen. Das heißt, wenn wir jetzt die Leiste wieder drauflegen, ihr seht es zum Beispiel hier, wenn man falsch nachgreift oder zu wenig nachgreift, dann wölbt sie sich nämlich so. Also wie gesagt, beim Einbau ist es wichtig, dass diese Dichtlippe wieder an der Karosserie ansitzt und ihr es dann natürlich wieder einklippt. Wir können jetzt das mal hinten machen, dass wir sagen, wir schieben die jetzt so hin, wie sie gehört. Hier ist kein Clip drin, der ist jetzt hier. Normalerweise schließt die Leiste ja hier hinten ab und dann gehen wir hier hinten hin, drücken sie an und können den Clip dann reindrücken, beziehungsweise ein bisschen Ruhe, Gewalt hilft da auch immer. Und jetzt seht ihr, dass die Lippe hier auf jeden Fall am Dach ansitzt. So soll es nämlich sein. Es kann auch sein, dass ihr ab und zu vielleicht einen kleinen Handschlag drauf geben müsst, dass ihr das Ganze wieder einklippen könnt. Und so soll es dann wieder aussehen. Genau. Wie gesagt, hier ist halt jetzt diese Wölbung drin, das sieht man ganz gut, wegen dem Nicht-Nachgreifen. Bei dem ist jetzt nicht so schlimm, weil die Dachleisten werden eh weggeschmissen. Ist ein Schlachter. Genau, dann hoffe ich, habe ich euch weitergeholfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Dieses Video kam übrigens auf eine Zuschaueranfrage. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Clips unten drin. Bei euch werden sicher welche kaputt gehen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Weitere Videos in der Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao.